die müde konnte. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier in der Halle des Echeron zum traditionellen Volkswagen-Konzern. Abend vor dem Genfer Autosalon. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier alle so zahlreich erschienen sind und dann doch noch irgendwo Platz gefunden haben. Ja, wir haben hier den Gagliardo LP 570-4 Superleggera. Das ist die Neuheit auch für den Automobilsalon von der Marke Lamborghini. Es ist das Topmodell von der Baureihe Gagliardo. Wir sind sehr stolz, dass wir es hier präsentieren können. Es ist ein Auto, was 70 Kilo leichter ist. Und es ist ein Auto, was einen 5,2 Liter Motor mit 10 Zylindern hat und 570 PS. Damit erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von 325 Stundenkilometer und ist in nur 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Also eine wirklich außerordentliche Leistung. Und das ist natürlich aber gepaart mit einer Reduktion beim Verbrauch und auch bei den Emissionen, nämlich den CO2-Emissionen von über 20% gegenüber dem Vorgängermodell. Der 918 Spider, was ist so besonders an ihm? Also ein Concept-Car, den wir jetzt gemacht haben, und das Auto ist natürlich typisch Porsche, sportlich effizient und höchst elegant. Und das ganz Besondere an diesem 918 Spider ist, dass er auf dem Nürburgring eine Rundenzeit fährt, die unter 37 ist und trotzdem nur weniger wie 70 Gramm CO2 verbraucht. Sie dürfen sich natürlich darauf freuen, dass wir in Zukunft das Thema Elektromobilität weiterentwickeln werden. Und zwar auf diese Art und Weise, wie wir es heute vorgestellt haben. Unsere Kunden wollen weiterhin Sportwagen oder auch Supersportwagen fahren. Auf der anderen Seite eben aber auch sozialverträglich unterwegs sein. Und das können sie mit diesem Auto. Sie können, wie gesagt, sehr schnell fahren, aber sie können auch rein elektrisch in einer Innenstadt fahren. Das Auto kann in Summe 25 Kilometer weit elektrisch fahren. Und diese Dinge werden Sie von uns in der Zukunft sehen. Klingt ein Elektroauto in der Zukunft? Wir hören eigentlich nichts. Wird es ein Sound Engineering geben? Wir arbeiten schon. Wir haben eine Arbeitsgruppe hierzu. Und ich arbeite mit Akustikern von der Volkswagen Konzern, mit Toningenieuren, die eben halt diese speziellen Sounds auch für Audio und für Volkswagen und für alle anderen Marken erarbeiten. Und es ist für mich eine unglaubliche, interessante und spannende Welt mit den Ingenieuren, dass wir arbeiten. Und natürlich ein e-tron, ein e-mobil wird ein bestimmter Klang, Ästhetik haben, die nur dafür geschaffen ist.